Heute spielen wir BOTW, aber Link ist in dieser Challenge nicht der sportlichste. Zumindest nicht so sportlich, wie er es sonst ist. Denn Link kann nicht mehr beim Klettern springen. Außerdem kann Link kein Paragleiter mehr benutzen. Dazu kommt noch, dass wir nicht in den Bullet-Time-Modus gehen können. Und wir sind langsamer als sonst und verbrauchen viel, viel schneller Stamina, wie man sehen kann. Wie schon gesagt, Link ist nicht mehr der sportlichste. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Also im wahrsten Sinne des Wortes laufen. Bevor das Video losgeht, möchte ich euch jedoch GXC vorstellen. GXC bietet Spieleentwicklern eine Plattform, um Spiele hochzuladen, die von jedem kostenlos im Browser gespielt werden können. Ihr braucht lediglich den kostenlosen Opera GX Browser, um Spiele auf dieser Seite spielen zu können. Schauen wir uns doch mal drei Games auf GXC an. Super Rough Boat ist ein Top-Down-Shooter, bei dem es darum geht, auf einem Floß zu überleben, indem man gegnerische Angriffe auf das Floß verhindert. Zeitgleich muss man das Floß mit Planken ausbauen, um nicht irgendwann im Wasser zu landen. Das Gameplay hat mich ziemlich stark an das von The Binding of Isaac erinnert, was für mich ein großer Pluspunkt ist. Mal ganz zu schweigen davon, dass ich mich direkt in die Pixel-Art verliebt habe. Neon Run ist ein kleiner Arcade-Plattformer, bei dem man über Hindernisse springen muss und zeitgleich versucht, den im Weg stehenden Lasern auszuweichen. Dazu muss der Spieler die Farbe der Laser annehmen. Was sich anfänglich nach einer einfachen Aufgabe anhört, entpuppt sich schnell als ziemliche Herausforderung, da man über die Zeit immer mehr Tempo aufbaut. Was ich hier ziemlich cool finde, ist, dass es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade gibt, sodass für jeden Spieler eine passende Herausforderung bereitsteht. Aber kommen wir jetzt zu meinem persönlichen Favoriten. Brutal ist ein strategiespielähnliches Survival-Erkundungsspiel, bei dem man aus einem zufällig generierten Dungeon entkommen muss. Dazu steuert man einen Gefangenen, welcher auf dem Weg weitere Weggefährten finden kann. Zusätzlich gibt es ein kleines Crafting-System, mit welchem man Strukturen craften kann, die überlebensnotwendig sind. Auch neue Waffen und Rüstungen können während der Erkundung gefunden werden. Wie ihr euch sicherlich schon denken könnt, auch hier hat mich die Pixelgrafik schwach werden lassen. Das kombiniert mit der düsteren und mysteriösen Atmosphäre macht Brutal zu meinem persönlichen Favoriten. War für euch ein Spiel dabei, das sich angesprochen hat? Dann schaut doch gerne in die Videobeschreibung. Dort habe ich alle drei genannten Spiele verlinkt. Aber auch wenn keins dieser drei Spiele euch angesprochen hat, lohnt es sich regelmäßig bei GXC vorbeizuschauen, da die Spielbibliothek wöchentlich erweitert wird. Vielen lieben Dank an Opera GX für diese Kooperation. Ey, ich meine, guckt euch mal an, Link ist einfach jetzt schon wieder aus der Puste. Ich bin nur ein paar Meter gelaufen. Nehmen wir uns einfach mal erstmal alles mit, was wir hier finden können. Also was wir eigentlich brauchen, sind Items, die uns schneller machen. Egal in welcher Form. Die Frage ist natürlich, wo kriegen wir die her? Und was ich mich frage ist, schaffen wir es überhaupt, den Berg hoch zu klettern? Weil der Stamina-Verbrauch nämlich auch verschnellert wurde, auch beim Klettern, soweit ich weiß. Oh mein Gott, wir sind so langsam. Ich meine, das ist noch nicht so schlimm, aber ich glaube, wenn wir gegen größere Gegner fighten, könnte es ziemlich nervig werden. Du da, komm mal her. Oh mein Gott, Link, warum bist du so träge? Komm, aber Spin to Win geht noch klar. Aber meine Stamina ist halt so schnell weg. Er ist nicht mehr der Beste in Spin to Wins machen. Probieren wir doch einfach mal diesen Glitch hier, indem wir einfach runterspringen. Wie genau funktioniert der denn nochmal? Ach, wisst ihr was? Okay, so nicht. Okay, neuer Versuch. What? Ich hab's doch richtig gemacht. Kriege ich's jetzt bitte einmal hin? Nope. Es wird nicht mehr als 6. Vertraut mir einfach. Seht ihr, es wird nicht öfter als 6 mal passieren. Ich hab's euch gesagt. Oh, und da fliegt die Axt. Wie geil. Link, du musst echt abnehmen. Ne? Guck mal, wie langsam ich bin, wenn ich Stamina regeneriere. Das ist ja insane. Das wird, glaube ich, einfach Walking Simulator. Ich merke es jetzt schon. Ab in den Schrein. Hat er nur 1000 Jahre gedauert. Komm mal her, Wächter. So, Wächter, komm, nimm das. Oh mein Gott, wir brauchen viel zu lang. Jetzt einmal Spin to Win, bitte. Yes. Oh mein Gott, nach 2 Drehungen ist er schon komplett out of Stamina. Zeichen der Bewährung Nummer 1. Nehmen wir uns mal die Hose, sofern wir noch reinpassen. Ich frage mich gerade, schaffe ich es überhaupt darüber? Schaffe ich es über diese kaputte Brücke? Ich habe keine Ahnung. Probieren wir es mal aus. Ja, aber ganz knapp. Aber ganz, ganz knapp, Link. So, Schrein Nummer 2. Schnappen wir uns unsere Bombe. Link, warum siehst du bei allem, was du tust, jetzt so angestrengt aus? Und deswegen, Leute, macht immer ein bisschen Sport. Dann könnt ihr nämlich schneller durch Hyrule laufen. So, Zeichen der Bewährung Nummer 2. Oh nee, lass mich bitte in Ruhe. Lass mich bitte in Ruhe. Oh mein Gott. Lass mich bitte in Ruhe. Oh, okay, das war knapp. Ich gönne mir mal einfach ein paar Spurtlinge, weil die werde ich auf jeden Fall gebrauchen. Ich nehme einfach so viele mit, wie geht. Oh nee, lass mich bitte in Ruhe. Nein, nein. Leute, du triffst mich nicht mal, wenn ich langsam bin. Mann, bist du schlecht. Stirb, ihr wollt Stress? Okay, kommt her. Oh. Nevermind. So, gönnen wir uns erstmal. Dann verwerten wir noch die Chilis. Denn wir werden wahrscheinlich echt lange durch den Schnee marschieren. Wie weit müssen wir klettern? So weit ist das, glaube ich, gar nicht. Nö, tatsächlich geht das sogar. Weil das ist ja easy. Hä, okay, ich habe mir irgendwie viel zu viel Sorgen hier gemacht. Ich habe das Gefühl, ich komme sogar höher als sonst. Also, wenn Link noch was kann, dann auf jeden Fall klettern, wie es aussieht.
No! Okay, ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe. Leute, das nennt man einen sehr kalkulierten Fall. Schaffe ich es da rechtzeitig hoch? Das schaffe ich doch niemals mit meiner Geschwindigkeit, oder? Also ich meine, mit dem Stasis-Modul sollte es klappen, aber... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, das war doch nicht so schwer, wie ich dachte. Oh Gott, das war close. Komme ich an den Schild ran? Ist halt die Frage. Probieren wir es einfach mal. Rennen wir mal zum Schild. Oh Gott, das wird nichts, oder? Das wird nichts. Das wird nichts. Zeichen der Bewährung Nummer 3. Der andere Speedrun einfach. Okay, jetzt dürfen wir einmal durchrennen. Und ich hoffe, das reicht mit dem Essen, das wir haben. Wir haben dreimal scharfes Kochobst. Sollte eventuell ausreichen. Aber wir sind halt ultra langsam. Gebt euch das mal. Wir sind so langsam. Aber ich denke, in 2,5 Minuten sollten wir es bis zum Schrein schaffen. Okay, never mind. Ich habe es komplett verkackt. Das Ding ist halt einfach, meine Stamina geht einfach doppelt so schnell weg. Und dazu bin ich einfach grundsätzlich langsamer. Das ist nicht gerade die beste Voraussetzung, um im Schnee zu laufen. Der Berg wird jetzt erklommen. Und dann gönnen wir uns unser Winterwams. Tatsächlich reicht die Zeit aber wirklich mehr als dicke aus. Das hat sich gerade wie 10 Stunden angefühlt. Gib mir jetzt bitte meinen Winterwams. Schrein Nummer 4. Und auch der letzte Schrein. Oh, er ist halt so langsam. Link, tu mal echt was für deinen Körper. Das geht so nicht, Link. Oh mein Gott. Okay, der ist viel zu schnell für mich. Aber ich bin ja der Pariermeister. Von daher gar kein Problem. Also gegen Donny kämpfen mit der Geschwindigkeit könnte, glaube ich, ziemlich hardcore werden. So, Zeichen der Bewährung Nummer 4. Teleportieren wir uns zum Schrein des Lebens. So, und jetzt bekommen wir unser Parasegel, das wir nicht benutzen werden. Deswegen ist es eigentlich komplett egal. Wir müssen es ja leider trotzdem abholen. Hä? Hä? Habe ich gerade einen Bug rausgefunden? Was? Was ist das denn? Ist das ein Bug? Link, was ist mit deinen Füßen? What the hell? Was ist mit Link? Und warum klingt es hier nach Lava? Okay, ich schwöre euch, Leute, ich habe das nicht vorhergesehen. Gebt euch das! Was ist das? Link, was mit dir passiert? Ich meine, ja, du bist dick geworden, aber dass du nicht mal mehr aufrecht stehen kannst, ist mir auf jeden Fall ein Rätsel. Was passiert hier? Hä? Wo bin ich? Leute, ich... Wo... Hä? Hä? Was ist das? Leute, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich kann hier irgendwo schwimmen? Hä? Wie geil ist das denn? Das ist so dumm, dass es wieder lustig ist. Vielleicht, wenn ich da unten lang gehe? Komme ich da überhaupt runter? Oh mein Gott, ich glaube, mein BOTW ist komplett verbuggt. Leute, wir müssen aufpassen. Oh Gott, wir verlieren so viel Stamina. Oh mein Gott. Hä? Oh, hier ist kein Wasser mehr. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber es macht mir Angst. So, ich gönne mir mal einen Ausdauercontainer, weil den werden wir auf jeden Fall gebrauchen können bei der Challenge. Yes, wir haben das Parasegel, das uns überhaupt nichts bringt. Also als erstes brauche ich auf jeden Fall ein Pferd. Das ist ziemlich schlau. Deswegen gehen wir mal einfach in die Ebene von Hyrule und schnappen uns ein Pferd und dann die Phantomrüstung, würde ich sagen. So, einmal runter hier. Komme ich überhaupt runtergeklettert? Nee, Link lässt sich doch safe fallen, oder? Nee, doch nicht, doch nicht. Okay, man kann hier tatsächlich runterklettern. So, so, und da hinten sind schon die ersten Pferde. Dann schnappe ich mir mal welche. Na, aber doch, 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 komm, zähm, zähm, zähm. No! Wir können gar kein Pferd zähmen. Wir haben viel zu wenig Stamina dafür. Der Stamina-Verbrauch ist doch doppelt so hoch. Ah, never mind. Okay, ich habe nichts gesagt, weil das Pferd braucht zum Glück keine Stamina. So, Rüstung Nummer 1. Oh nein, das war ein Fehler. Das war ein Fehler, das war ein Fehler, das war ein Fehler, das war ein Fehler. Daneben. Alter, warum sind Wächter so schnell? Wächter sind so schnell. Okay, ich bin so tot. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Weil ich einfach pro Kamsen bin. Bin ich pro Kamsen? Wow. Bin ich pro Kamsen? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Bruder. Ist gut. Weg hier. Der will es heute echt wissen. Ich glaube, er hat nachgelassen. Also der war echt hartnäckig. So, hoppala. Und dann holen wir uns einmal noch den Brustpanzer. Besiege im Kolosseum den Leuen. Okay, können wir gern probieren. Ich glaube, das sollte machbar sein. Okay, da haben wir es. Phantomhelm ist jetzt auch am Start. So, Leune, hast du Bock auf einen fairen Kampf? Schwergewicht gegen Schwergewicht? Du fängst direkt an, ja? Okay, du willst es wissen. Dann komm her, Bruder, komm her. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ist das dein einziger Angriff oder kannst du noch was anderes, Leune? Erzähl mal. Oh mein Gott. Okay, ich hätte nichts sagen dürfen, ne? Das war Instant Karma. Yes, und zwar genau so. Und dann schlage ich hier mit. 1, 2. Und dann gehe ich hier rauf, wechsle die Waffe und bam, 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 bam. Oh mein Gott, und ich falle direkt runter, weil ich keine Stamina habe. Geil, das ist ja übel, übel gut. Nicht. Komm, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Aber nicht so, nicht so, nicht so. Ich bin unter ihm. Oh Gott, komm, steig auf. Kannst du aufsteigen? Ich bin tot. Das war klar. Ist gleich Half-Life. Meine stärksten Waffen sind gleich weg. Schieß doch! No!
Wir klettern erstmal hier hoch und holen uns bessere Waffen. Dann haben wir auf jeden Fall eine bessere Chance gegen den Boy hier. Klettern wir hier einfach mal die Arena hoch. Ich bin nicht da. Ich existiere nicht. Habe ich gesagt. Geh doch weg! Greift mich der Leune an? Leune, warum greifst du mich an? Was habe ich dir jemals getan? Leune? Scheinbar ist selbst ein schwarzer Bock nicht so stark für mich. Komme ich zu dem rüber, ohne dass er mich sieht? Ja, okay, never mind. Er sieht mich auch einfach so oder so. Bruder, du siehst mich nicht, okay? Du siehst mich einfach nicht. Ich bin quasi unsichtbar für dich. Ich bin ein Phantom. Ich habe nicht umsonst die Phantomrüstung. Als ob du so jeden Schritt von mir hörst. So gute Ohren hast du auch nicht. Wobei, die sind schon ziemlich groß. Ich bin ehrlich. Schleich dich bitte an. Wenn er sich jetzt umdreht, dann habe ich keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Und stirb. Oh, Leute, überlebt sogar. Er gönnt mir einen Soldaten-Zweihänder, was actually ziemlich strong ist. So, nochmal anschleichen. Sneaky Deaky, ihr wisst Bescheid. Und stopp! Yes, okay, das ist sogar ein One-Shot. Okay, der guckt schon mal weg. Das heißt, wir schleichen uns langsam an. Ganz, ganz langsam. Und überfallen. Wir stehen so 10.000 Meter daneben, aber es hat funktioniert. Und noch ein Soldatenschwert. Also ich glaube, damit haben wir tatsächlich eine realistische Chance gegen den Neuen. What? Als ob, Leute.